Aha. Ich hab... Schon wieder? Hoffentlich ist diesmal was Wichtiges dabei. Emilio hat deinen Namen ausgespuckt. Du hast dich ein bisschen mit dem Alten... Okay. Aber wie mache ich jetzt weiter? Das hätte ich dir vorher sagen können. Sprechen wir erstmal mit. Du kennst die Regel. Ohne rote Steintafel kommt keiner in die Mine. Vergiss die Mine. Ich muss zu Raven. Selbst wenn. Wir haben hier Regeln. Und die gelten für alle, auch für dich. Kehr wieder um. Wenn du versuchst, ohne Erlaubnis den oberen Platz zu betreten, werden die anderen Gardisten dich umbringen. Das sind die Regeln. Wenn du was zu beanstanden hast, geh und sprich mit Esteban. Er ist für das Lager zuständig. Aber Torus... Warte mal. Glaubst du wirklich? Erkennst du mich nicht? Aus dem alten Lager. Du bist einer der Gefangenen. Vielleicht warst du einer meiner Gardisten. Und? Macht uns das jetzt zu Verbündeten? Nein, das macht es uns nicht. Vielleicht bist du der Typ, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Irgendwann musst du... Vielleicht hast du auch meine Kumpels umgebracht. Na und? Die Zeiten sind vorbei. Du willst rein? Dann besorg dir einen roten Stein und verschwende nicht meine Zeit. Tatsache ist auch, dass ich, in Gothic 3 erkennt er mich. Hey, was ist mit deiner Rüstung? Wo kriege ich so eine Rüstung her? Gar nicht. Die Rüstungen sind Ravens Garde vorbehalten. Ich glaube kaum, dass es eine Aufnahmeprüfung für neue Anwärter gibt. Aber letztendlich liegt die Entscheidung nicht bei mir, sondern bei Raven. Man muss eben aufpassen. Es ist wichtig, dass ich Raven erreiche. Ach ja. Glaubst du etwa, du kannst bis zu ihm vordringen? Seine Garde hat Anordnung, niemanden vorzulassen. Du wärst tot, bevor du ihn auch nur zu Gesicht bekommen würdest. Also schlag dir das aus dem Kopf. Komm, lass mich rein. Um der guten alten Zeiten willen. Jetzt will ich dir mal was erklären. Weißt du, warum ich noch am Leben bin? Weil ich immer zu meinen Leuten loyal war. Ich muss nicht mit allem einverstanden sein, was Raven tut. Aber ich werde mich an die Regeln halten. Und das wirst du auch. Daran wird sich nie gekommen. Okay. War doch seine Entscheidung. Naja, ein Versuch war's wert. Der arme Kerl kann einem leid tun. Was ist denn eigentlich da drin? Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Ist eine Art Lager. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Ist hier noch irgendjemand? Das war keine große Sache. Tatsache ist, dass wir hier noch eine Heilwurzel haben. Okay. Und hier ist ein Lager. Das. Hier bin ich. Ah, Fisk. Hey. Genau. Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Hör zu. Ich will mit der Sache nichts zu tun haben, klar? Ich habe meine eigenen Sorgen. Ich bin selbst ein Opfer. Inwiefern? Hab eine Menge Gold bezahlt für meine letzte Lieferung. Aber die kam nie an. Irgendein Schwein hat sie sich unter den Nagel gerissen. Ich bin bestohlen worden. Wahrscheinlich von einem unserer eigenen Leute. Was war das für eine Lieferung? Ein Paket Dietriche. Jemand sollte sie für mich von den Piraten abholen. Aber ein Kerl namens Juan hat es mir weggeschnappt. Mitsamt dem Gold, das ich dafür bezahlt habe. Der Mistkerl versteckt sich irgendwo im Sumpf. Zeig mir deine Ware. Was hast du? Ein Sturmknecht? Für mich sieht das aus irgendeinem Grund wie ein... aus wie ein Ast. Ich weiß nicht. Ansonsten haben wir einen Degen, einen Windknecht, erst recht einen Knüppel. Ein Handtalent Malus. Man verliert sogar noch ein Handtalent dabei. Und hier zwei Handtalent. Was sind das für komische Waffen? Die sind ja total nachteilhaft. Ein Ring der Erzhaut. Du auch. Du hast da Pfeile und alles. Mal sehen. Der arme
Esteban, was wird denn das jetzt? Warte mal, du bist nur ein Bandit. Hey. Mal schauen. Genau das habe ich auch gesagt. Wegen des Auftrags. Pass auf, ich habe noch andere Sachen, um die ich mich kümmern muss. Komm wieder, wenn du rausgefunden hast, wer der Kerl ist. Tja, dann kann ich also nur noch mit Dings sprechen. Danke. Man erzählt sich ja so einiges. Einfach mal einen Mana-Trank mitgehen lassen. Hui. Gut, Skinner ist jetzt tot. Okay. Wie stehen meine Chancen, den Auftraggeber zu finden? Du hast einen von Estebans Leuten observiert. Der Mann, den du suchst, wird glauben, du stehst auf seiner Seite. Aber er wird sich dir nicht einfach so zu erkennen geben. Du musst schon noch mehr rausfinden. Wusste ich's doch. Eben. Okay. Was halten die Leute hier von Esteban? Da musst du schon etwas genauer werden. Finn, Leonard, Emilio, Fisk, Huno, Paul. Was denkt Huno über Esteban? Ah, Huno. Über den weiß ich so gut wie nichts. Diese Information ist natürlich gratis. Okay. Was ist mit Paul? Ich glaube, er mag Esteban nicht besonders. Seit er für Huno arbeitet, kommt er nicht mehr in die Mine. Was ist mit Finn? Ein guter Butler. Er hat eine Nase fürs Gold. Esteban bevorzugt ihn deswegen. Ich denke, er steht ganz gut mit ihm. Was denkt Lena über Esteban? So wie ich das beurteilen kann, denkt Lena gar nicht. Also gratis Information. Emilio, was denkt er über Esteban? Ich denke, er würde nicht gerade Blumen an Estebans Grab bringen, wenn du verstehst, was ich meine. Was ist mit Fisk? Fisk ist Fisk. Er bezahlt seinen Teil an Esteban und verteilt die Waren, die er größtenteils von den Piraten bekommt. Ich denke, Esteban ist ihm ziemlich egal. Okay. Also, gut. Haben wir ja nicht so viel Auswahl. Tja. Lena. Finn. Nochmal wegen des Attentats. Lass mich bloß in Ruhe mit der Scheiße. Was hast du denn noch mit der Spitzhacke? Wo krieg ich eine Spitzhacke her? Geh zu Huno, dem Schmied. Aber selbst wenn du eine Hacke hast, heißt das noch nicht, dass du auch in die Mine kommst. Wenn du rein willst, musst du mit Esteban sprechen. Zu Torus brauchst du gar nicht erst zu gehen. Der lässt dich nur rein, wenn du einen roten Stein hast. Okay. Sag mal, was hältst du von Esteban? Er ist der Boss hier. Er ist ganz okay, denke ich. Die guten Jungs lässt er immer in die Mine. Die was vom Schürfen verstehen, meine ich. Okay. Und du verstehst was vom Schürfen? Ich bin der Beste. Aha. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Na, da gibt's einiges zu wissen. Gold ist kein Erz. Das ist ein verdammt wichtiger Unterschied. Ich meine, welche Frau hängt sich schon eine Kette aus Erz um den Hals? Beim Hacken arbeitet man von oben nach unten. So kannst du die Nuggets am besten freilegen. Es gibt auch Butler, die es umgekehrt machen. Aber das ist ungleich schwieriger. Kannst du meine Fähigkeiten im Goldhacken einschätzen? Klar, ich mache das schon seit über 35 Jahren. Es gibt nichts, das ich nicht erkenne. Bei dir würde ich sagen, du bist ein ganz passabler Schürfer. Yay. Gut, 30% Goldhackfähigkeiten. Das ist schon mal etwas. Und du mit deinen grünen Novizen hier. Grün? Grüner Novize? Ich kann ihn nicht finden. Ach, mein Gott. Wie kann ich dir helfen? Der Grüne. Gott, das ist so dreckig mit dem. Der grüne Novize ist eine... Ja, ist etwas zu rauchen. Paul, vielleicht du nochmal. Huno wird verdächtigt, was mit dem Attentat zu tun zu haben. Ich weiß nichts darüber. Du arbeitest doch für Huno, also weißt du auch was. Ich weiß nichts, ehrlich. Ich muss jetzt weitermachen.
Sehe ich nicht ein. Warte mal. Du läufst jetzt nicht weg. Weißt du, was Esteban mit dir macht, wenn er erfährt, dass du Huno deckst? Mann, lass mich in Ruhe. Ich hab doch nichts mit der Sache zu tun. Mit mir kann man so. Du sagst mir jetzt, was du weißt, oder es gibt ein paar aufs Maul, Paul. Nur weil du für den Boss arbeitest, kannst du noch lange nicht so mit mir umspringen. Ich kann. Mach keinen Scheiß. Paul? Alles, was ich weiß, ist, dass Huno nicht gut auf Esteban zu sprechen ist. Dauernd liegt er mir in den Ohren über diesen Esteban, dass er ihm sein Geschäft versaut und so. Ich habe nur zugehört und nie was gesagt. Ganz bestimmt, siehst du? War doch gar nicht so schlimm. Tja. Er soll mir nichts von Pflicht erzählen. Und jetzt mit dieser Information zu dir. Warte mal. Ich habe da ein paar Dinge über dich gehört. Schon wieder? Hoffentlich ist diesmal was Wichtiges dabei. Paul hat gesagt, du würdest Esteban hassen. So, hat er das. Und weiter? Emilio hat deinen Namen ausgespuckt. Du weißt auf jeden Fall was übers Attentat. Du hast dich ein bisschen mit dem alten Emilio unterhalten, was? Und er ist nicht der Einzige, der dich verdächtigt. Was soll das werden, hm? Wenn du hinter dem Attentat steckst, wirst du dafür bezahlen. Wenn du hinter dem Attentat steckst, wirst du dafür bezahlen. Ach, du bist ja so ein Idiot. Glaubst du wirklich, du kannst dich bei Esteban einschleimen? Mach, dass du wegkommst. Was willst du noch? Verpiss dich! 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 Lass mich gehen! Esteban, ich weiß es. Tja. Wegen des Auftrags. Pass auf, ich hab noch anderes. Komm wieder, wenn du... Tja, weiß ich's jetzt oder nicht? Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Was willst du noch? Verpiss dich! Warte mal. Was willst du noch? Lass mich in Ruhe. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich sollte noch mal laden. Was haben wir hier denn alles gemacht noch? Ich glaube, ich muss noch mal mit Finn reden wegen Schürfen und so weiter und ansonsten nichts. Und mit Paul. Der arme Kerl kann einem leid tun. Warte mal. Na? Ganz bestimmt. So, und jetzt mit dir. Okay. Ich will mit dem Attentäter gemeinsame Sache machen. Gegen Esteban? Wirklich? Dann beweise es. Ich warte schon zu lange auf eine Lieferung Stahl von den Piraten. Ich vermute, dass Esteban sie abgefangen hat, um sie mir später teuer zu verkaufen. Das macht er natürlich nicht selbst. Ein paar der Banditen im Sumpf stehen auf seiner Lohnliste. Woher weißt du das? Betrunkene Banditen quatschen zu viel. Hat der gesprächige Bandit auch einen Namen? Sein Name geht dich nichts an. Aber der Kerl, den du suchst, heißt Juan. Allerdings habe ich ihn schon lange nicht mehr im Lager gesehen. Du wirst im Sumpf nach ihm suchen müssen. Okay. Okay, ich mache die Sache für dich. Gut, wir werden ja sehen, ob man dir trauen kann. Gut, er hat also auf jeden Fall was damit zu tun. Und, wo ist Finn? Wer erzählt denn sowas? Wegen dem Goldhacken-Dings. Egal, ich leih mir mal dein Bett aus. Zu weit entfernt, du stehst direkt davor. Siehst du kannst dich teleportieren. Warum hast du manchmal solche Probleme damit? Du Held. Ach ja, den habe ich getötet. Stimmt, und hier ist Finn. Okay, Moment. Da wir das alles jetzt erstmal geklärt haben, können wir weitermachen.
Also, im Sumpf. Eine dreckige Sumpfratte also. Wir werden ja sehen, was sich daraus ergibt.